Danke und willkommen zurück an YouTube, Leute, bei Learn Japanese to Survive Katakana War. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin nicht ganz sicher, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Was sagt denn meine Quest dazu? Habe ich alles schon gemacht? Gut, das ist ja toll. Dann würde ich sagen, müssen wir irgendwas Neues lernen, nehme ich mal stark an. So viel haben wir tatsächlich gar nicht mehr vor uns. Hello. Ich habe jetzt schon wieder keine Ahnung, was die Stimme betrifft. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, vor 4 oder sogar 5 Wochen aufgenommen. Remove Lesson Options. Und wir nehmen Continue with New Lesson. Ready for a new lesson? Yes, I am. I'm ready for a new lesson, my friend. Shall we head into classroom? Yes, we should. Chapter 8. Ich glaube von 10 oder so. Ich weiß nicht genau. Gathering Strength. Phew, that was tough. Our last challenge was absolutely terrifying. I've never wanted to go into a haunted forest again. Never, ever, ever. Charlotte. Charlotte, it's okay. It's all up now. I'm sure our next adventure will be much less scary. Yo, sup? Great news, we're traveling to a haunted mansion tomorrow. No, no. Oh, Charlotte. How dare you? Why is everyone so agitated? Did I miss something? Oh, you know, just Owen being Owen. Gotcha. Oh, gotcha. So I missed nothing then. I wonder where our next quest will lead us, though. Where could it be? Oh, I know! I actually overheard Daisuke and Kyoko earlier. Sounds like they were discussing our options. I think they're planning on heading to some mountains in the north. Don't know what they hope to find, though. Yeah. A mountain? That's not too scary. Yeah, that actually sounds okay. We'll be able to get some fresh air. Time for snacks! In that case, I'd better pack some snacks. I can only bring a few things, though. I'm thinking 1 dozen double-tier cakes, 1 dozen scones, 2 dozen sweet rolls, a handful of sugar buns, at least 100 cinnamons, swirls. Girl, you're all over it. This is a plan I can get behind. Wow. That's so much food. Does that mean I can eat as much as I want? Yeah. Genau. Hey, make sure there's enough for me too. Als ob ich so ein Verfressen. Na gut. Ich bin verfressen, ja, ich weiß. Owen. Owen. Just don't get it. You just don't get it. You can't just make up an ultimate special attack. You have to seek out a master and learn it. These types of special moves are passed down from generation to generation. You can't just come up with a name for an attack and scream it in battle. You know. No way. It's not like there were wise old masters waiting around for people to come and learn ultimate attacks. I'm telling you, all you gotta do is make up a cool name, then when you throw a punch, you gel it out. Trust me, I've seen it in heaps of TV shows. It's like talking to Rick Wall. Oh, right! Well, talking to you is just like talking to, talking to Rick Wall. Unbelievable! I just said that to you. Oh, könnt ihr bitte aufhören zu reden, bitte? Kapow! Look, I've been practicing my ultimate new move, okay? Next time we are in battle, I will show you how easy it is. Yeah, right. I bet you move with something stupid like surfing blitz. And then you walk the enemy with your stupid surfboard. No, that's not what it is all at all. I will believe it when I see it. Bitte halte die Fresse. Let's rock! Well, why don't you go seek out some old wise guy meditating on top of a mountain and ask him to teach you an ultimate attack? Yeah. Maybe I will. It just so happens we are heading to the mountains for our next mission, Daisuke-sensei said, so... Woo.
Whew, your dear little Daisuke-sensei said so. Is he gonna hold your hand as you climb up the mountain? You're wrong! Don't you dare make fun of my dearest Daisuke-sensei. He's my sweetheart. He just doesn't know it yet. How can I help? Did someone call for me? I heard my name. Later. Sheesh. Come back, you coward. Guys, we have a lesson, you know. Guys, come back, please. Fascinating. Nein. Nervig. Einfach nur nervig. We arrived at lesson 8. You're flying through this. Ready to begin. I am Rariru-re-ro. The characters above are Rariru-re and Ro. They follow our vowel sounds and order like usual. When pronouncing R syllables in Japanese, the sounds need to be between an English R and L. It's not quite an R, not quite an L. R. Yeah, yeah. That's a little difficult, not for German, guys. It's for German, it's pretty easy. Start with pronouncing it as an L, but then form of an R sound. Listen closely to the examples in this lesson and make sure to practice regularly. I will take you through these new characters one by one. Time to check out the first one. La. Ra. Ra. Pronounce it as ra, like in the word raft. La. Jetzt hat la gesagt. Dieser, ja, naja. Ich lasse diese Beispiele mal Beispiele sein. Ja, relativ simpel zu schreiben. Stroke Count 2. Man könnte es so minimal, geht das in Richtung von dem Hiragana U. Stroke Count 2. It's basically the same as Hu, but with a horizontal stroke at the top. Yeah, thanks. Listen again. La. Lali Loom, nur der meine Mond schaut so. Continue with lesson. Ri. This is Ri. Was tatsächlich, ja. Pronounce it as Ri, like the word reach. Ri. Let's practice writing and draw the following animation. Das sieht doch sogar, sieht das nicht in Hiragana genauso aus? Lass mir eben überlegen. Ich glaube schon. Kein Problem, Sir. The second stroke begins to curve when it reaches the length of the first stroke. Ri. Ready for the next character. Ru. Ru is, yeah. Das ist Ru. Pronounce it as Ru, like roof. 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 Like in the word roof. Ru. Watch the following animation. The first stroke is slightly curved. The second stroke starts vertical, then hits a sharp angle. It has a slight curve as it goes upward. Re. Re. Like rent. Re. Rent. Rent. Re. Le. Watch the following animation. Dankeschön. Hiragana Ri ist etwas anders. Ja, kann. Ja. Mittlerweile. Das Problem ist, mittlerweile lese ich so viel Hiragana, so viel Japanisch, egal ob Hiragana oder Katakana, dass ich mittlerweile tatsächlich nur noch die Silben lese und nicht mehr die Zeichen selbst. Also manchmal muss ich nochmal kurz darüber nachdenken, welche davon jetzt Hiragana und welche davon Katakana waren. Aber ja, this is basically the same at the second stroke of Ru, just bigger. Ja. Das ist Re. Jetzt kommt noch Ro. Ro. This is Ro. Pronounce it as Ro, like the word row. Ro. Moment, jetzt bin ich verwirrt. This might look like a normal square, but it's actually three separate strokes. The second stroke is the longest, compromising to top line at the right hand side. Ja gut, du kriegst doch. Sühe, aber wie gesagt, es ist ja sowieso erst seit 10 Minuten dran. Also er ist ja schon seit
6 Minuten da, also hat er gerade mal 3 Minuten verpasst. Alles ist gut. Watch. Yeah, continue. Well done, you've learned another 5 katakana characters. Lesson over, you're a champion. You obtained study guide 8. Use this from the items menu to quickly review this lesson. Now that the lesson is finished, let's have a short quiz to test what you've learned. What's this character? Das ist ein Ru. That's it. What's this character? Na, 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 es ist wieder ein Ra, es ist wieder ein Ro, es ist ein Re. That's it. Question 3. What is this character? Rariro, es ist ein Ri. Dum, 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 dum. That's it. Question 4. Was ist der Charakter für Ra? Oben angefangen. Was haben wir da? Ja, es ist ein Ri. Darunter ein Ro. Und darunter das gesuchte Ra. That's it. What's the character for the syllable Ro? Hier oben haben wir Ru. Da unten haben wir Re. Und in der Mitte haben wir das gesuchte Ro. That's it. Great lesson, everyone. Kyoko and I have been discussing where to go next. According to some news reports, there has been a concentration of Obake to the north of Japan. They seem to be surrounding a mountain known as Akita Komagatake. So let's leave Osaka and head north to Akita Komagatake. Get going, champion! Jo, habe ich hier noch irgendwo Quests, irgendwas Neues, irgendwas Aufregendes, Spannendes? Wohl eher nicht, wahrscheinlich. Nehme ich mal stark an. Die sind sowieso alle schon fertig, die ganzen Quests hier. Na gut. Loading. Ich kann auch immer noch nicht nach Kyoto oder so. Would you like to catch the train to Tokyo? Yes, please. Before you know it, you reach the station in Tokyo. Thanks. Moment, bin ich hier richtig? Bin ich nicht? Ich muss hier hoch. Akita Komogatake. Diese Sicht erinnert mich wieder an Misao und an so viele andere gute RPGs, Sasuke. Also eigentlich super viele RPGs sind doch so. JRPGs, wohlgemerkt. Wie war das denn jetzt hier nochmal? Ja, sie greift auf jeden Fall. Ja, wir haben da ein Riru, Ro und ein Re. Halt, nein, Entschuldigung. Rire, Ro und ein Ru. Entschuldigung. So. Aber ich weiß jetzt nicht, welchen durch den zuerst angreifen. Das ist eigentlich egal, ne? Ri. Andrea macht jetzt sowieso ihre I'm a Fireman on my Laser. Ah, ne, die hat gar nicht so Gutes, ne? Die hat ja nur. Okay, Daisuke, du kannst mal das Reh versuchen. Also hier das zweite ist das Reh. Hedi kann jetzt einfach mal das Reh wegmachen. Da haben wir noch ein Roh und ein Ruh. Miss. Hit. Roh. Und ein Ru. Schön viele Erfahrungspunkte. The enemies were defeated. The path leading to Akita Komogatake is now open. Yippee! We are at the mountain, yippee! Time for snacks. Time. Achso. Okay, I packed a little more than I said I was going to. Just wanted to make sure there's enough goodies for everyone. Yay! Can
Can I have one of these, those apple Danish? Sure. Yes. Who else want a snack? Anyone? Cinnamon bun? Yes? No? Lemon tart? Yes? No? Vanilla fudge sundae with sprinkles? Yes? Charlotte? Where's everyone else? They're right behind you. Oh, we're lost! Whoa. Calm down. We'll be okay. I will look at the others, trust me. Okay. Daisuke. Can you hear me? He can't hear me. Dear? Can you hear me? Trash, it's no good. Maybe try calling out for Owen? Nope. Nah, it's okay. That's the last resort. Okay. Misha. Misha? Where are you? Hedy, sweetie, are you nearby? Kyoko. I know you can hear me. Yeah. I think that's it. That's everyone. You may have to call for Owen. Oh, I was hoping to avoid that. Well, here goes. Here I go. Owen, you there? Yo, sup? My clam. Where did you two disappear to? Owen. You just found us. Thank you. Oh, right. Did I? I mean, of course I did. You're safe now. Your boy Owen is here. Woo. That's a relief. Thanks, Owen. We must have got separated from the group. You know. Everyone else is up ahead, you know. I will take you to them. Thank you. Do you want some sweets for your travel? Heck yeah, I do. What have you got? Sweet treats. Könnt ihr aufhören zu reden, bitte? Woo. I will grab the apple Danish. No. That's my apple Danish. Get your hands off, you monkey. Charge, bearing, or fangs? I think I will get bitten if I get too close. I might leave the snacks for now. Pish posh. Pish posh? Charlotte won't bite. Come on, dear. Give Owen the Danish. He did save us. Munch, munch. What happened, Danish? She devoured the whole thing in a single second. Well, everyone sure we carry on? Whoa. That girl has a bigger appetite than I do. I finally met my match. Wait, where are my sweets? That's totally not cool. Ich dachte, jetzt kommt Challenge, get the sweets oder sowas. Nein, reach the top of the mountain, danke dafür. Ah, anstrengend, ey. Okay, wir haben wieder alte Zeichen dabei. Vielleicht können wir das sogar one-hitten. Wo ist denn das zu, bitte? Das ist nämlich ein zu. Yay, one-hit. Dann haben wir hier ein... Und sie macht einfach keinen Schaden. Ja, ihr beide könnt versuchen, das Ruh bitte. Ne, das ist kein Ruh, das ist ein Reh, Entschuldigung. Das Reh bitte zu machen. Le. Guten Abend, Maze. Und das schaffen wir nicht zusammen. Natürlich nicht. Le. Wäre auch zu schön gewesen. Danke. So, dann reichen wir mal den Berg. Den. Oh, erst wird mir die Kiste. Baking Tips? Okay. Wieder nur ein einziges neues Zeichen. Fangen wir an mit dem Zoo. Ach, du bist einfach useless, Andrea. Tut mir leid. Oh, na, kannst du das Ruh angreifen? Schön, hat funktioniert. Haben wir dann noch ein No. No. Und ein Bach.
So. Sehr schön. Da ist ein großes böses Zeichen. Komm her. Was kann ich denn mal Rie? Ja, komm. Ich greif das Rie an. Die. Okay, Daisuke, ja, es ist eigentlich egal. Du kannst das Rie angreifen, das zuerst fertig machen. Dann kann Hedi das He fertig machen. Und Tia kann sich dann entweder mit dem Ja-Nie zum Beispiel. Und dann haben wir da ja noch ein So. Wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. So. Was ich nicht tue. Labelab. Oh, da war. Okay. Rami und ein See. Kann sie das See irgendwie damit das halb töten oder so? Wow, sogar fast ganz. Ich bin ja fast verblüfft. Also der Random-Algorithmus ist auf jeden Fall in dem Spiel um Meilen besser als... warum war das Mi? Als im ersten Teil. Im ersten Teil war das ja unglaublich grausam. Jetzt muss ich ernsthaft mit ihr das... Naja. Wunderbar. That worked out. Magic World. Ach ja, richtig. Ich wollte ja noch. Ich habe zwei Sachen, die sind beide Messer, was? Gut. Optimiert, wunderbar. Sieht da einfach nichts ab, aber. So, das wollte ich. Jetzt sind die alle leicht zu besiegen. Wir fangen mit dem Re an. Dann haben wir dann Hi. Ah ne, halt, erst das Ma, Entschuldigung. Halt, es ist ein Ma, dann Mu. Oh, das sind die einzigen beiden, die ich immer verwechsel. Ich sage, es ist ein Mu. Glück gehabt. Du kannst mal das Hieb. Und das da. Oder? Geht doch voran. Links ist auf jeden Fall noch eine Truhe. Bis wie viel Uhr geht der Stream eigentlich? Einfach, eigentlich, bis ich keine Lust mehr habe. Aber nicht allzu lang, weil ich morgen früh Japanischunterricht habe tatsächlich. Also ich werde zeitig ins Bett gehen. Das wäre eine schlechte Idee. Andrea, du machst mal das C. Das hätte jetzt ruhig fertig sein können.
Ma. Ja gut, macht jetzt keinen Unterschied mehr. Macht das Selma kaputt. Also ja, nicht allzu lange. Es kommt nach Hiragana auf jeden Fall noch Rhyme. Ein Stündchen oder so, auf jeden Fall. Und irgendwann eventuell auch noch eine Runde PUBG oder eine Runde Rocket League, mal schauen. Müssen wir uns kurz gucken. Oh, hatten wir die nicht gerade schon? Machen wir das Re. Entschuldigung, aber du bist nur useful, wenn du Magie einsetzt. Also. Ich habe schon das richtige Zeichen genommen. Ich wollte Ma nehmen, das ist schon ganz richtig. Aber ich habe einfach gerade nicht hingeguckt, wohin ich klicke. Ich habe Ma genommen, aber ich habe nicht auf den richtigen Gegner geklickt. Richtig schlau. Naja, was soll's. Machen wir es jetzt nochmal. Sehr schön. Schön. Ich habe keine Lust auf dich, aber egal, wir machen dich trotzdem. Oh, Hallöchen. Ein Roh-Omega. Ach du Jemini, das könnte jetzt interessant werden. Eternal Reminiscence. So, Daisuke, du könntest bitte das Roh da wegmachen. Lo. Und du sollst das Rubsche wegmachen. Dann haben wir dann noch ein Pi und ein Pu. So, was machen wir jetzt? Wir machen das Pi einfach weg. Und jetzt bitte das Pu. Pu. Schön. Wir können uns mal eben tatsächlich heilen und so. Okay. Wir können auch mal speichern zwischendurch, vorsichtshalber. Fangen wir mit dem Ra an. Andrea, ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll, muss ich ehrlich gestehen. Du machst mal das Bu. Einfach, dass du irgendwas tust. Schaffen wir das Ra mit zwei Leuten? Ich hoffe ja. Dann haben wir da noch ein Po. Was sich halt jetzt überhaupt nicht lohnt. Also machen wir das Bu. Vielleicht, wenn nicht ganz viel, nein. Es wird nicht. Ja, war klar. Das Po. Auch nicht. Wow. Aber das Herz. So, du kannst das Bu machen. Du machst das Ne. Ja! Bleib. Ist doch nicht euer Ernst. Viel Glück scheine ich gerade nicht zu haben. Looks like the boss is up ahead.
If we can't take it out, I bet the Obaka will flee this area. This climb has been tough, though. Let's make sure we are truly ready for this fight. I don't give a damn. Hoppa. Re-Overlord appears. I don't give a damn. Re. Und ein Bar. Machen wir dem Overlord die Hölle heiß. Wo ist es? Da ist es noch. No. Okay. Kann ich jetzt keine Magie mehr tätigen, oder? No. Keine Ahnung. No. Wir kriegen das schon irgendwann noch hin. Nein, kein Mo, es ist ein Roh. Fertig? Bitte. Nein! Mach noch einen Saat raus. Bis zum. Jetzt ist es langsam unwitzig. Muss ich langsam erst etwas anderes machen, außer die ganze Zeit anzugreifen. Weil ich glaube, es ist jetzt vorbei. Das ist seine letzte Form. Ich bin relativ sicher, es ist seine letzte Form. Und. Ich hatte Unrecht. Ach, danke, das war die letzte Form. EP, 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 Dankeschön. Puh, this battle are getting tougher and tougher. It's amazing we made it through that in one piece. Well done. You said it. We need to really up for our game if you want to keep ahead of our foes. So, what do we do now? We've cleared this mountain of Obaka. I don't see any sign of a Satomi or anyone else around. I'm not sure. There definitely isn't anyone else around here. Let's call it a day. Maybe it's a good time we didn't run into Satomi here. It gives us more time to prepare. Okay, then back to Osaka now. What an adventure. Should rest before continue with the list. Ich sag mal so, suchen wir mal nach Quests. Weil an sich, wenn die Lesson jetzt fertig ist, ich hatte jetzt eigentlich nicht vor, zwei Lessons hintereinander zu machen. Vor allen Dingen, weil ich ja nicht weiß, wie lang die nächste Lesson dann schon ist. Ich hoffe, ich finde jetzt hier noch ein paar Nebenquests, die uns irgendwie noch unterhalten.
Willst du mir jetzt ernsthaft erzählen, es gibt hier keine Quest mehr? Willst du mir ernsthaft erzählen, das war's mit diesem ganzen Kapitel? Ja, mehr wissen wir nicht über Rariro, Reandro und überhaupt. Rariro, Rero wissen. Das war alles, was wir wissen müssen über Rariro. Okay. 35 Minuten. Was könnte man noch Crystal Shards machen? Ach, das interessiert mich nicht. Was könnte man mit den anderen machen? Machen wir uns kurz ein paar Level stärker. Als ob es jetzt irgendwie einen großen Unterschied macht. Level 25. Habe ich nicht mich gerade eben. Achso, ich habe mich ausgeruht, aber. Ja. Ja! The door is locked. Ob es falsche Tür. Dann würde ich tatsächlich, muss ich leider gestehen, werde ich, Katakana War, I call it a day, okay? Weil, wenn ich jetzt noch ein Kapitel anfange, dann könnte das unglaublich lange dauern. Und das, habe ich eigentlich, ich, lasse das lieber getrennt. Wir haben heute Rariro, Reandro gelernt und werden dann beim nächsten Mal schätzungsweise... War, also entweder Ja, Ju, Jo oder War, Wo lernen. Wir sind auch schon kurz vorm Ende tatsächlich. Also, Call it a day, save. Sorry, dass der Part dann heute so kurz war. Aber so ist es. Bis zum nächsten Mal, YouTube-Leute.